herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder auf dem Bilzer Berg und das Coole ist, wenn man schon die Möglichkeit hat, hier zu fahren, können wir jetzt auch schön verschiedenste Autos einfach durchtesten. In dem Fall heute nehmen wir mein RS4 B7 Kombi. Erinnert euch, das Auto mit 400.000 Kilometern. Mit dem wir vor ein paar Monaten bei Selim waren, um das Fahrwerk einmal zu revidieren. Und wir haben nichts gemacht. Wir haben ihn nicht hochgedreht. Er ist auf der Tiefe 245-30 Pirelli P0 drauf. Aktueller Luftdruck 3,2 bar. So viel brauchen wir auch, dass der Reifen da nicht runterzieht. Ich habe keine Ahnung, ob das Auto das kann. Motor kann es auf jeden Fall. Kühlungsmäßig kann es das Auto auch. Wenn, dann wird es Probleme geben mit dem Reifen oder mit der Bremse. Wobei die Bremse eigentlich so ein paar Runden, und das ist jetzt nicht so eine Strecke, die extrem krass auf die Bremse geht, muss das eigentlich gehen. Ich freue mich drauf. Mein Ziel war es früher immer, wo ich den Bilzer Berg noch nicht kannte, beziehungsweise nicht die Möglichkeit hatte, hier zu fahren, war mein Traum immer, mit dem Auto auf Nordschleife zu fahren. Sportlich. So, weil eigentlich das Auto ein extrem sicheres Gefühl vermittelt. Also der ist gar nicht so krass kopflastig, wie man immer denkt. Dadurch, dass es halt V8 ist, der ein Stück weiter hinten sitzt durch die Steuerkette. Bin gespannt. Leistungen sind jetzt ja ungefähr 450 PS Allrad. Hoffen wir, dass das mit der Radreifenkombination geht. Wenn es gar nicht geht, müssen wir das vertagen und müssen halt 19 oder 18 Zoll draufstecken, um das Ganze einfach deutlich fahrbarer zu machen. Ne? Was könnte jetzt hier passieren in dem Fall? Nix, es wird halt einfach nicht funktionieren. Ne? Also so einen Reifen kriegst du von der Felge nicht runtergezogen, wenn da genug Luftdruck drauf ist. Okay. Was passieren könnte, ist halt, dass die Felge auf dem Boden schleift, weil irgendwann ist auch da Ende im Gelände. Er kann schleifen, sowohl vorne als auch hinten. Müssen wir einfach gucken. Geht ja jetzt einfach erstmal darum so ein bisschen. Wir sind aktuell mit dem Abarth wäre eine Referenzzeit 2 Minuten 6 gefahren. Ich glaube, dass wir 2 Minuten 6 mit dem Auto noch nicht mal schaffen. So sagt ja mein Gefühl. Zumindest mit der Radreifenkombination, wie sie hier gerade steht. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal los. Wir gucken uns das einfach auf. So, also wir sitzen hier in einem V8 Schalter, Audi Hochdrehzahlkonzept, dreht so 8,5, 8,7, und eigentlich absolut kein Auto für die Rennstrecke, aber die Dinger sind eigentlich bekannt dafür, dass sie gar nicht so schlecht auf der Rennstrecke fahren. Deswegen lassen wir uns einfach mal so überraschen, wie das so funktioniert. So, ESP etc. natürlich alles ausgemacht, weil Audi Quattro, wenn man hier nicht alles ausmacht, wo dann? Ich sitze schon ganz unten und stoße mir die ganze Zeit den Kopf. Ja, das ist schon ganz unten. Und los geht's. Das Gute ist, mittlerweile kenne ich ja die Strecke gut genug. Endlich haben wir Leistung hier. Bremse tritt man immer am Anfang ein bisschen ins Leere. Ist ein bisschen ungewohnt. Aber ich bin positiv überrascht. Hier merkt man es, dass er recht schnell über die Reifen anfängt zu schieben. Jetzt kommt Daniel im GT2, den lassen wir mal einmal durch. Ah, was auf jeden Fall gleich geil ist, in einem Auto zu sitzen, was mal ein bisschen Leistung hier hat. Gleich ganz anderes Feeling. So, wir trauen uns da wirklich mal langsam ran.
Ich würde sagen, eine Runde fahren wir noch, dann müssen wir auf jeden Fall einmal Luftdruck checken. Krass, wie gut er das macht, ne? Ich bin echt, also ich bin wirklich beeindruckt. Habe ich nicht mit gerechnet. Also das ist halt Quadro, ne? Da kannst du die ganze Zeit voll draufstehen. Plus das H&R, ist ja auch eine Vorstufe zum Rennfahrwerk. Bremse bremst halt auch. In den Kurven bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Das hat geschliffen, oder? Ja, hat gerade geschliffen. Aber auch erst an, bei was für einem Level er wirklich schleift, ja, dann im Endeffekt. Also man konnte schon echt lange drauf stehen bleiben, bis er dann anfängt zu schleifen, da gebe ich dir recht. Also ich dachte echt, der schleift schon quasi in der ersten Kurve. Geil ist halt hier, ist der Singer auch schon schneller als der X-Bo und so, ne? Echt? Ja. Boah. Hier, boah. Da muss man aufpassen. Auf der Bremse muss ich aufpassen, da muss ich fast früher bremsen. Muss entweder noch ein bisschen eingebremst werden oder wir sind schon auf dem Level, wo die jetzt schon warm wird. So, das war eine 2 Minuten 10. Das ist halt geil, Quadro hier hoch, ne? Ja. Da freue ich mich so ein bisschen drauf, wenn der Abarth das erste Mal Leistung hat, ne? Ja, weil hier merkt man es jetzt gerade mal im Vergleich einfach, wie es wirklich ist, mit einem Auto mit Leistung hier hochzufahren. Da fehlt es am Abarth einfach noch. Ja. Aber krass ist, wie sicher so ein Quadro halt einfach immer fährt, ne? Ich bin wirklich begeistert. Es ist echt krass. Fahren wir ein bisschen vorsichtiger wegen Schleifen. Ja, ich glaube, da ist nicht mehr viel mit vorsichtig. Doch, doch, das war ja nur ganz kurz. Was krass ist, da sehe ich jetzt erst, wir haben 128 Grad Öl. So, und hier fange ich jetzt lieber jetzt schon an zu bremsen. Ich glaube, die Bremse kann das aber. Man muss nur doller reintreten. Ja, 129 Grad Öl. Ich würde sagen, die Runde nutzen wir jetzt mal, um den ein bisschen kalt zu fahren. Ja. Weil das ist bei Keramikbremsen immer wichtig. Die werden so heiß, dass man die auf jeden Fall immer kalt fahren sollte. Aber okay, das war jetzt die zweite Runde, das war auch eine 2.10. Klar, wir sind jetzt noch nicht volles Ballett gefahren. Aber ich glaube, damit ich alleine die 2.6 damit fahre, werde ich den schon ganz schön quälen müssen, ehrlich gesagt. Also da sieht man mal, A, wie schnell wir schon mit dem Abarth sind. Und B, andererseits wiederum, wie sicher so ein Auto fährt. Ich bin immer so ein bisschen abgelenkt, weil wir müssen hier leider aufpassen. Hier fahren auch extrem schnelle Autos rum. Und muss jeder Verständnis für haben, wenn du gerade in so einer richtig schnellen Runde und von so einem Pampers-Bombers hier aufgehalten wirst, findet das keiner so cool. Ne? Trotzdem heftig, wie sicher das Auto noch fährt. Ne? Auf jeden Fall. So, also ich sag, steck hier eine 18 Zoll mit einem guten Reifen drauf. Also der Pirelli ist ja auch ein guter Reifen, aber ich meine, der einer, der ein bisschen mehr arbeiten kann und schon ist man hier nochmal auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. So. Wow. Ja, wir haben jetzt hier schlanke 3,8 drauf. Das ist natürlich für Fahren viel zu viel. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit runter, weil wie ihr seht, der Reifen hat einen ganz schönen Stretch. Also wir machen jetzt mal 3,4 und dann geht's los. Jetzt gucken wir noch mal einmal, ob wir irgendwo was sehen, wo er geschliffen hat. Ich befürchte, David, es kann sogar sein, dass der im Rathaus irgendwo drin schleift. Wie viel war auf der Seite jetzt? Da war auch 3,7 drauf. Ja. So, ich würde sagen, ich
fahre jetzt noch mal 2-3 Runden alleine. Wir gucken mal, was so zeitmäßig geht. Du kannst ja ein bisschen Akustik von außen einfangen. Ja. Ich finde geil, dass das Ding so läuft. Ja. So, Maxi rausgeschmissen. Und weiter geht's. Also ich liebe ja dieses Auto wirklich, deswegen kann ich mich auch nicht von trennen. Und ich glaube, mit dem Video konnten wir euch auch so ein bisschen Grund zeigen, warum. Weil das Ding kann halt eigentlich schon alles. Ne? Ist als Daily geil, ist für die Langstrecke geil. Winter plus Schnee, obergeil. Ja, und fahren seht ihr selber. Selbst das kann das Ding. Ne? Und ja doch noch ein paar Runden mehr, wa? Ja, musste mich so ein bisschen einschießen, ein bisschen gucken. So. Wir sind gefahren 2 Minuten 6,46. Eine Zehntel schneller als der Arbeitsuhr. Nicht schlecht. So, also mit wirklich viel Reserve noch. Ich muss sagen, Fun-Faktor, extrem geil. Du musst auf der ganzen Strecke nur zweimal schalten, du fährst nur dritte, vierte Gang. Ja, Reifen sind jetzt einfach am Limit, vermute ich mal, und er ist zu tief. Alles, was ich jetzt noch schneller durch die Senke fahren würde, schleift halt so brutal, dass das einfach Materialmod wäre. Ne? Plus, bin ich mal gespannt, ob es da eine Lösung für gibt. Wir haben sofort 130 Grad Öl, ne? Das geht zwar noch, aber mit dem 5W50 Öl, was ich drin habe, würde ich lieber beim nächsten Mal ein 2060 drauf machen.
Und da kann ich dann nämlich auch bis 140 Grad ohne Probleme fahren. Ne? Ja, ich würde sagen, macht auf jeden Fall auch Sucht, das Ding. Weil er fährt deutlich angenehmer als Abarth, allerdings übersteuert. Ich bin über die Kuppe rübergekommen und der ganze Arsch kam rum. Ach krass. Okay. Ja, das war auch gespannt, ob wir das drauf haben, weil das war ganz schön, kam richtig Reflexmoment. Hätte ich in dem Moment gar nicht gedacht, weil es über die Kuppe war. Ne? Hm. Und dann kam der ganz langsam, ist er immer weiter gerutscht. Okay, also Abarth braucht mehr Leistung, ja? So. Ja, es ist halt einfach Allrad. Ne? Ja. Allrad war schon immer Allrad, Allrad wird immer Allrad bleiben. Ne? Frontantrieb für die Rennstrecke war halt von vornherein klar, dass das nicht das Optimale ist. Ne? Hier kannst du aber einfach um die Kurve, aus den Kurven raus und durchgehend einfach voll draufstehen. Ne? Ja, fertig. Das ist so geil. So, ich hätte es aber nicht gedacht, dass er das so mitmacht. Gucken wir uns mal die Reifen an. Ja. Sieht aber eigentlich ehrlich gesagt gut aus. Er ist doch jetzt genau richtig angefahren. Okay. Ja, so. Kurzes Video. Einfach mal nur so ein bisschen Referenzen zeigen. Das werden wir in Zukunft immer mal machen. Was Vergleichsautos hier auf der Strecke machen. Jetzt wissen wir 2 Minuten 6 der Kombi auf Pirelli P0 im Vergleich dazu mit dem Abarth auf ganz normalen Straßenreifen, nämlich in dem Pilot Sport 4 waren wir 2 Minuten 11 gefahren. Also schon immerhin 5 Sekunden schnell. Man darf auch nicht vergessen, 54 PS. Aber in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen in mich hereinversetzen und bis zum nächsten Mal. So, eine Sache muss ich euch noch zeigen. Und zwar, ich bin selber verblüfft. Bremse kann das. Sowohl vorne als auch hinten. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die mit dem Gewicht schon relativ schnell ans Limit kommt. Aber man sieht an dem, ich sag jetzt mal, an dem Verschleißbild von der Scheibe, da fängt das so ein bisschen an. Aber wir sind auf jeden Fall noch nicht aus dem Temperaturbereich raus. Und das serienmäßig in der Tiefe. Also der nächste Step wäre auf jeden Fall irgendwie dahinter. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie was vom Väter noch mal so ein bisschen Luftleitblech, dass er da noch ein bisschen Luft reindrückt. Ja, achso, ja, und das hatte ich auch noch vergessen, es sind natürlich auch Stabis von H&R verbaut. Ne? Das werden nämlich einige wieder direkt fragen. 9x20, 2,45, 30, 20 Pirellis. So, jetzt aber Feierabend.